Hallo und herzlich willkommen auf unserem Gemüsebalkon. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Fenchel richtig erntet. Ich habe Fenchel in einem Hochbeet auf dem Balkon angebaut und der Fenchel ist jetzt 3 Monate alt. Damit ist er dann auch erntereif und das möchte ich jetzt zeigen, wie das geht. Zunächst mal zum Erkennen des richtigen Erntezeitpunkts. Dafür ist zum einen 3 Monate ein ziemlich zuverlässiger Zeitpunkt. Fenchel wächst recht zuverlässig in 3 Monaten zur Erntegröße heran. Der nächste Identifikationspunkt ist dann die Größe. Also wenn ungefähr so eine Knolle Faustgröße erreicht hat, ist ein guter Zeitpunkt für die Ernte gekommen. Fenchel muss dann auch nicht sofort geerntet werden, wenn man ihn feucht hält. Dann kann man ihn auch noch einige Wochen länger stehen lassen. Man muss aber beachten, dass er jetzt eben nicht mehr trocken fällt, denn dann beginnt er sehr schnell zu verholzen. Für die Ernte selber ist jetzt eigentlich nur noch relevant, dass man hier vor der Ernte, so mache ich das zumindest immer, einfach einmal so das ganze Grün abschneidet. Das ist 50 cm groß und ziemlich viel. Dieses Grün würde, wenn es jetzt an der Knolle bleibt, dann auch weiter an der Knolle zehren und diese dann nach und nach austrocknen. Diese Fenchelknolle selber, so wie wir sie jetzt hier haben, kann geerntet werden, indem man hier unten direkt am Fuß der Knolle den mit einem scharfen Messer abschneidet. Und dann hat man hier so eine schöne Fenchelknolle, die dann auch einige Zeit lagerfähig ist. Ich mache hier noch eine weitere davon ab. Diese Fenchelknollen sind jetzt lagerfähig für etwa 3 bis 4 Tage im Kühlschrank, wenn man sie dann nochmal in ein feuchtes Tuch einwickelt, damit sie eben die Feuchtigkeit nicht verlieren, was sonst passieren würde. Und dann sind sie auch für ja, sogar 2 Wochen lagerfähig. Was auch noch geht, ist den Fenchel klein zu schneiden, zu waschen und dann einzufrieren oder auch vorher noch einmal zu kochen und dann einzufrieren. Wenn man ihn roh einfriert, dann verliert er ein bisschen an Geschmack während des Einfrierens. Deswegen ist eigentlich das Vorkochen ganz gut. Der beste Zeitpunkt für den Anbau ist eigentlich im Frühjahr und im Herbst. Bis November sollten dann alle Knollen raus sein. Wenn es dann unter 5 Grad fällt, wird es dem Fenchel dann irgendwann zu kalt. Sonst kann man sehr gut auf dem Balkon Fenchel anbauen. Probiert es mal aus und dann bekommt ihr hier so eine schöne Ernte. Ich hoffe, ich habe euch was gezeigt. Wenn dem so ist, dann lasst mal die Daumen hoch und abonniert den Kanal. Lasst ein Like da und kommt mal vorbei auf der Seite www.gemüse-balkon.de.